Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video und das ist heute mal wieder eine Folge Friday Shit und ich möchte jetzt einfach mal gleich mit der Tür ins Haus fallen, denn wir werden heute Abend um 20 Uhr höchstwahrscheinlich einen Podcast machen. Ich bin mir da aber noch nicht so ganz sicher, weil ich habe zwar Dominik angeschrieben, aber er hat noch nicht geantwortet. Aber wenn es klappt, dann gibt es wahrscheinlich 20 Uhr einen Podcast und um 21 Uhr, also eine Stunde später, werden wir dann auf Twitch.tv/2,0 ein kleines bisschen streamen, wenn alles super läuft. Also der Podcast ist dann auf meinem YouTube-Kanal, seht ihr da dann auch im Feed. Und der Stream ist auf Twitch. Und ja, ich werde im Podcast ein bisschen mal drüber reden, so meine Ferien ein bisschen resümieren, da die ja jetzt langsam sich dem Ende zuneigen, sag ich mal. Nächste Woche haben wir ja wieder Schule. Juhu. Werden ja auch, glaube ich, 4 Wochen oder 3 Wochen eher als fast alle Bundesländer. Und deswegen fängt es natürlich bei uns jetzt auch wieder eher an. Und das Lustige ist, nächstes Jahr ist es einfach wieder genauso. Aber da juckt es mich nicht, weil da bin ich dann, wenn alles super läuft, ja schon raus. Ich komme ja in die 12. Klasse, für die Leute, die es noch nicht wissen. Und ja. Also werde ich im Podcast ein bisschen resümieren. Und vielleicht ist Dominik auch mit dabei. Mal gucken, wer sonst noch mit dabei ist. Es wird nur ein kleiner Podcast, nichts Großes irgendwie. Aber wir haben ja lange keinen mehr gemacht. Jedenfalls keinen richtigen. Und deswegen dachte ich mir, okay, machen wir das mal nochmal. Ja. Und der Stream dann natürlich. Spielen wir vielleicht LOL oder so. Wenn Dominik jetzt an der Stelle noch meine Stream-Ankündigung aufgenommen hat, dann werde ich die jetzt hier an der Stelle mal reincutten. Ich meine, das ist so ein bisschen bei uns hier, ja, zum Ritual geworden, sage ich mal, dass er das macht. Und ich habe es lange nicht mehr reingecuttet, sondern immer so an sich hochgeladen. Und es kam auch lange kein Friday Shit mehr. Aber ich hatte einfach mal wieder das Bedürfnis, das mal nachzuholen. Und da ich ja jetzt noch ein bisschen Zeit habe, kann man ja ein bisschen was noch bringen. Ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Am Mittwoch, also nächste Woche Mittwoch, kommt eine frische Folge Friday Shit. Und die wird euch umhauen, Leute. Die wird euch, also die Informations, die wir da droppen, die wird euch boxen. Und zwar in die Klöten mit Anlauf und ohne Protektoren. Ja, so krass ist das. Also seid da mal gespannt. Mittwoch Abend 18 Uhr Challenge Time auf meinem Kanal und auf Dominiks Kanal natürlich, wie immer. Ja, ansonsten überlege ich gerade, ich versuche ja mal Friday Shit auch so ein bisschen als wie eine Art Infovideo zu machen. Was ich noch sagen möchte unbedingt ist, dass ich meine Websites erneuert habe, beziehungsweise ein bisschen mich in Ferien mit CSS und JavaScript und so ein bisschen auseinandergesetzt habe und dann habe ich meine Websites ein bisschen überarbeitet, grafisch. Und das seht ihr zum Beispiel auf meiner Hauptwebsite zekro.jimdo.com, beziehungsweise jetzt auch mittlerweile auf meiner Development-Website, die ich auf meinen ganzen Accounts verlinkt habe, wo ich halt meine Tools und so anbiete, und zwar zekro.dev.jimdo.com. Da habe ich mich ein bisschen ausgespielt mal damit, mal ein bisschen geguckt, was so geht, was ich hinbekomme. Und da könnt ihr so gesagt meine Resultate begutachten. Auf meiner Mainpage werde ich sowieso noch ein bisschen, ja, ein paar Sachen verändern, weil die mir noch nicht ganz so hundertprozentig gefällt. Aber ansonsten neigt sich das alles einem guten Endprodukt hin. Hört sich irgendwie komisch an, aber ist so. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ansonsten, ich habe eigentlich auch mal wieder vor, Bürsten zu bringen. Das Problem bei Bürsten ist immer so, ich hatte momentan irgendwie nicht so den Drang, das Spiel aufzunehmen. Ich weiß nicht warum. Obwohl wir in letzter Zeit echt einigermaßen gute Runden spielen. Ich werde es wahrscheinlich mal wieder machen. Mal schauen. Auf jeden Fall wird Bürsten wieder kommen. Ich werde aber wahrscheinlich nicht mehr dieses Bürsten-Uncut bringen, weil darüber möchte ich auch gleich nochmal reden. Ich hätte es fast vergessen. Krass. Ich habe mir auch überlegt, wir spielen öfters jetzt mal auch wieder GTA und so. Ich möchte wieder so ein bisschen in diese alten Zeiten bei mir rein, wo ich halt so versucht habe, so manchmal so GTA-Edits oder Montages oder sowas mit reinzuhauen. Ich arbeite momentan auch an einem kleinen GTA-Video, was wie ein kleines Edit sein wird, aber da will ich mal noch nichts sagen, weil das noch eine Weile dauern könnte. Auf jeden Fall, das wird bald noch kommen und ich weiß nicht, ich bin momentan so ein bisschen gespalten wegen dem Content auf meinem Kanal. Und zwar müsst ihr, wir machen ja zum Beispiel EVT,
und Take It Light. Das sind ja so ganz normale Uncut-Let's Plays, sage ich mal. Und ich habe da momentan irgendwie ein kleines Problem damit, sage ich mal. Ich weiß nicht, ich habe momentan zwar schon Bock auf EVT zum Beispiel, das zu spielen, da habe ich echt Bock drauf. Aber ich habe irgendwie nicht so viel Bock drauf, das auf meinem Kanal zu bringen. Ich weiß nicht, momentan, das heißt jetzt nicht, dass kein EVT mehr kommen wird. Ich muss mir nur irgendwie überlegen, wie ich das mal anders mache. Weil, so wie es momentan ist, gefällt mir es noch nicht ganz so. Es ist halt wirklich so ein, wisst ihr, wir nehmen auf eine Viertelstunde, dann haue ich die Videodatei in Premiere rein, splitte die Audiospuren, lege meinen hier Voice-Filter drüber, dann cutte ich von und innen noch die Begrüßung und das Ende ab. Ja. Und dann rende ich und lade ich so. Das meiste der Zeit geht eigentlich echt für die Thumbnails flöten, auch wenn es lustig klingt, aber es ist so. Und das ist so für mich so ein bisschen anspruchslos. Ich weiß nicht, ich sehe in den EVT-Folgen einfach kein Content, der anspruchsvoll ist, wo man sagen muss, den muss man sich angucken. Ich finde dann auch manchmal, daran gehen dann manchmal andere Videos auch unter. Ich meine, in der letzten Woche habe ich jetzt nicht so viel anderweitigen Kram gebracht, weil ich einfach so ein bisschen mich mit anderen Sachen beschäftigt habe. Das muss man einfach mitleben. Wird aber später wieder anders sein. Da werde ich auch mal wieder andere Sachen bringen, wie zum Beispiel Challenge Time, wie zum Beispiel Bürsten, wie zum Beispiel GTA oder was weiß ich. Aber ich weiß nicht. Ich würde am liebsten eigentlich Take It Light oder EVT. Das Problem ist aber, Take It Light möchte ich absolut überhaupt nicht abändern. Ich möchte das da wirklich hundertprozentig mit diesem Uncut vorne hinten wegschneiden. Im Grunde genommen null Aufwand. Das will ich bei Take It Light weiterbehalten, weil das ist einfach so wirklich so das Classic-Projekt auf meinem Kanal. Das läuft ja schon Jahre. Und darauf habe ich einfach auch Bock. Bei EVT ist es halt einfach das Problem. Ich weiß nicht. Es ist einfach momentan so ein bisschen. Ich fühle mich schlecht, das zu bearbeiten und das hochzuladen. Es fühlt sich an wie was Unfertiges auf meinen Kanal zu hauen. Und solange ich keine Lösung dafür finde, werde ich EVT weiter so bringen. Wenn ich eine Lösung finde, werdet ihr es ja dann mitbekommen. Ich weiß nicht, ich bin damit einfach momentan absolut unzufrieden mit dem Projekt, wie das auf meinem Kanal präsentiert wird. Und die Alternative, dass man einfach für die Let's Plays einen Zweitkanal macht, steht für mich einfach überhaupt nicht offen. Weil erstens habe ich dafür nicht die Reichweite, dass der Kanal dann einigermaßen Aufmerksamkeit bekommt. Der würde halt einfach untergehen, ist so. Und zweitens, zwei Kanäle managen, nur weil ich meinen Content halt splitten möchte, weiß ich nicht. Ist für mich so ein bisschen komisch. Dann hätte ich im Endeffekt zwei Communities und ich finde das irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen muss ich gucken, wie ich das mache. Bis ich da keine Lösung gefunden habe, wird es so weiterkommen, wie es bis jetzt kommt. Ansonsten wird dann natürlich die Lösung eintreten, die ich mir da überlegt habe. Ja, genau. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ihr könnt euch auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen freuen. Da werde ich mal wieder ein bisschen Special Content rausdroppen, wenn ich Bock drauf habe. In letzter Zeit hatte ich halt einfach nicht so viel Bock auf YouTube. Da habe ich halt eher ein paar andere Sachen gemacht. Zum Beispiel an meinen Websites rumgebastelt oder mich mal mit Leuten getroffen oder mal irgendwelchen Stuff gedoet. Und auch ziemlich viel mit unseren Boys hier gezockt mal wieder. Deswegen kam da halt nicht so viel. Müsst ihr einfach verstehen. Ich denke mal, das versteht ihr auch. Und ja, ansonsten würde ich sagen, alles ist gesagt. Und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Auf Wiedersehen. Und schaut auf jeden Fall heute Abend 21 Uhr an 20 Uhr vorbei. Tschüss.